In diesem Video soll es darum gehen, warum du nicht wissen musst, wie der Weg zur Erreichung deiner Träume aussehen muss. Ja, also ich werde ja oft gefragt, dass die Leute sagen, ja gut, aber ich habe ja so einen großen Traum und der ist so schwer zu erfüllen und ich weiß gar nicht, wie ich da vorgehen soll. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel, ihr wollt euch ein neues Auto kaufen. Ja, dann ist es oft so, dass wir denken, okay, also es gibt halt nur diesen einen Weg, wir gehen jetzt zum Autohändler und wir haben schon ein Bild im Kopf von dem Auto, wir suchen das und das Auto und stellen plötzlich fest, entweder da gibt es keine Autos in meinem Preissegment, die Farbe gefällt mir nicht, das Interieur gefällt mir nicht, das Modell nicht, es hat zu viele Kilometer gelaufen, was auch immer. Und wir geben uns dann vielleicht mit einem Kompromiss zufrieden, weil wir denken, naja, wenn der Händler das schon nicht besorgen kann, ne, wir gucken dann vielleicht nochmal bei zwei anderen, aber die haben auch nichts, also gehe ich einen Kompromiss ein und sage, gut, dann kaufe ich jetzt halt das Auto mit den Kilometern, die einfach zu viel sind. Das ist halt einfach etwas, was wir gelernt haben. Wir haben gelernt, im Kopf zu wissen, wie das funktioniert. Und wir geben oftmals diesen Weg vor. Es gibt aber ja noch ganz, ganz viele andere Wege, wie ihr an euer Traumauto kommen könntet. Ja, also da gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass plötzlich irgendjemand aus dem Bekanntenkreis auf euch zukommt und sagt, Mensch, ich wollte jetzt mein Auto verkaufen, wisst ihr da jemanden? Und ihr sprecht plötzlich und du siehst, okay, das ist genau das Auto, was ich eigentlich haben wollte. Ja, hast jetzt aber das vom Händler gekauft mit dem Kompromiss, den du eingegangen bist. Oder du nimmst an irgendeiner Verlosung teil, hast das vergessen und plötzlich bist du Gewinner und bekommst genau das Auto, was du dir immer gewünscht hast. Oder, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man an sein Traumauto kommen kann. Aber wir versuchen es verstandesmäßig immer vorzugeben. Und dafür möchte ich euch jetzt einfach mal ein Bild geben, warum wir das nicht müssen. Stellt euch vor, ihr geht in ein Restaurant. Ihr setzt euch hin, schaut euch die Karte an, der Kellner kommt und dann sagt ihr ja auch nicht, wenn er fragt, haben Sie schon gewählt? Was möchten Sie essen? Ja, wir möchten was essen. Dann würde euch der Kellner ziemlich komisch angucken und sagen, ja, okay, weiß ich, aber was wollt ihr denn essen? Ja, dann entscheidet ihr, okay, ach so, ja genau, ihr schaut in die Karte, ihr bestellt die Pasta mit einer bestimmten Soße und einen schönen Wein dazu und gebt sozusagen die Bestellung an den Kellner ab. Der Kellner bringt den Zettel in die Küche, der Koch erledigt alles und ihr bekommt sozusagen dann eure Bestellung serviert in ein paar Minuten. Ist es dabei wichtig für euch in diesem Restaurant zu wissen, woher kommt meine Ware? Wie sieht der Koch aus? Wie bereitet er die Speisen zu? Wie kalt ist der Wein runtergekühlt? Wo ist der angebaut worden? Ist das wichtig für das Erlebnis des Essens? Also dafür, dass ihr dann wirklich das, was ihr sozusagen beim Kellner bestellt habt, auch bekommt? Nein, ist es nicht. Ja, also genauso funktionieren eigentlich Bestellungen, ja, beim Universum. Stellt euch vor, das Universum ist halt der Kellner. Ihr setzt euch hin, überlegt euch euren Wunsch, in dem Fall euer Traumauto. Ihr müsst es euch natürlich genau vorstellen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich bestelle jetzt mein Traumauto. Ihr müsst ja schon genau eine Vorstellung haben, wie dieses Auto aussehen soll. Welche Farbe soll es haben? Wie groß soll es sein? Ich bin jetzt nicht so der Fachmann für Autos, aber soll es Ledersitze haben? Wie viel PS soll es haben? Wie viel Sitze insgesamt? Soll es getönte Scheiben haben? Also ihr müsst ja schon eine genaue Vorstellung haben, weil wenn ihr sagt, ja, ich bestelle mal Nudeln, ja, was denn für Nudeln? Spaghetti, Fossili, Bandnudeln?
Der Kellner muss ja immer genau wissen, was ihr genau haben wollt. Das heißt, ihr solltet euch vorher genau im Klaren sein, was, wie soll euer Traumauto aussehen. Dann stellt ihr euch das vor, sendet es ans Universum ab mit dem Gefühl der Vorfreude. So wie im Essen auch. Ihr freut euch doch. Ihr sitzt im Restaurant und freut euch darauf, weil ihr wisst, gleich kommt euer Essen und das wird so super lecker sein und dieser Wein dazu, das ist wirklich fantastisch. Und mit diesem Gefühl sendet ihr eure Bestellung ans Universum ab und dann wartet ihr nur noch. Ja, dann habt ihr aber nicht den Fokus darauf, okay, macht ihr das jetzt frisch? Wo kommen die Lebensmittel her? Wie lange dauert denn das noch? Muss ich dem helfen? Ja, sondern ihr sitzt doch am Tisch im Restaurant und in der Regel habt ihr vielleicht eine Begleitung dabei und ihr fangt an, euch angeregt über irgendwas zu unterhalten, über schöne Dinge. Ihr seid in einem wunderbaren Gefühl. Ihr seid in einer Schwingung, ihr freut euch, ihr seid entspannt. Und während ihr euch unterhaltet, seid ihr plötzlich total überrascht, weil der Kellner kommt schon und zack, ist das Essen geliefert. Ja? Und genau so funktioniert es eben mit den Bestellungen im Universum. Wenn ihr das verstanden habt, dann passiert die Magie des Lebens.